Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Karasan. Ich lege gleich weiter los. Wir machen das Theater weiter hier oben und wir öffnen es mal. So, beim Theater. Im Theater. Ich bin Barnes, der Intendant. Die Portale, die euch zur Medie führen, sind im Obergeschoss. Doch zunächst nehmt Platz und genießt die Aufführung. Nun, wie wir natürlich eindeutig erkennen, ist es nicht Rotkäppchen im Hintergrund. Nein, ist es nicht. So. Unser erster Akt. Die Geschichte einer verbotenen Liebe. Juliane. Romeo und Julia vielleicht? Sehe ich auf den Auftritt ihres Lebens vor. Was ist es? Ruft Romulo herbei, wenn ihr ihn nicht kontrolliert. Okay. Gut. Sehr gut, Karten. Wir versuchen es wieder mit einem Basic Mage. So wie immer, es sind Basiskarten und 0 Mana kosten, ja, so. Und damit kann man auch Karasans schaffen. Natürlich etwas länger, deswegen wird es etwas länger dauern, aber Decks sind wie immer in der Beschreibung. Und es geht los. So. Welch Teufel bist du? Ihr habt es so gewollt. Kostet 4 Mana. Und das war's. So eine Starthand, ja. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor. Der hat aber bloß 15 Leben. Das heißt 8 Mana, ich kann ihn in sein Gesicht schießen. Ihr könnt nicht. Okay. Bord füllt sie, das ist schon mal sehr gut. So. Ein Autogramm. Ah, das ist wie eine doofe Karte. Ich muss es klug überlegen. Sie werden wahrscheinlich in der nächsten Runde es beschwören können. Das war's. Oh, das ist gut. Barnes, lasst uns vorbei. Wir müssen schleunigst Medivh befreien, sonst ist das Fest ruiniert. Ja, Barnes. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Nun, Barnes, das sind weise Worte. So, jetzt muss der Romeo beschwören, meine ich. Mir gefallen die 10 Schaden überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, also. Ich kann auch die 4 Schaden nicht von Romeo. Was soll ich nur tun? Das ist hier jetzt die Frage, wisst ihr? 2 Karten ziehen, ein Monster legen, das sie vielleicht vernichten müssen. Ich habe nicht genug Mana. Du nicht diese Kerze. So. Weil es so doof, ja? Illidan ist hier. Ihr wisst nicht, was uns erwartet. Oh, der Illidan-Witz. Der Illidan-Witz. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. So. Okay, ich spiele jetzt meinen größten Trumpf aus. Was
ist eigentlich ein GG. Ich habe eigentlich verloren. Hier kann mich nichts retten. Nichts, wirklich nichts. Ja. Meine Taktik muss hierfür sein. Was muss denn meine Taktik sein? Gut, ich versuche jetzt mal mit einem. Das ist wirklich interessant. Sie hat plus 15 Leben. Zwei Feuerbälle und sie wäre weg. Da muss Romeo ausgeschaltet werden. Ich versuche es mit Hexenmeister, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es nicht schaffen werde. Aber man sollte ja seine eigenen Taten nicht hinterfragen, sondern es wirklich hoffen, dass man es schafft. Gul'dan gegen Julien! Julien! Welch Teufel bist du? Eure Seele wird mir gehören! Die könnte mir helfen. Ja, damit könnte es wirklich laufen mit dieser Karte. Aber naja, wir werden es jetzt sehen, wie es funktioniert, wie es klappt, wie es überhaupt, ob es wirklich klappt. Willst du mich schwingen? Sieh dich vor. Okay. Ja. So. Ich habe vor nichts Angst, außer Mäusen. So. Sehr, sehr gut. So, jetzt ist Barnes. Jetzt kann sie ja eigentlich nicht die wahre Liebe machen. Lasst uns vorbei. Ich Barnes. Romulo, oder wie er heißt. Ist jetzt weg. So. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Das kennen wir schon. Ihr könnt nicht vorbei. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. So Leute, wir wissen alle, dass uns bald Illidan erwartet. Ein Charakter in 3 Schaden. Legt euch nicht mit Zahner aus. So muss es sein. So nicht anders. Weil jetzt kommt Romulo. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Ah, jetzt kriegt er ein Leben mehr. Nee, ein Schaden mehr. So. 5 Mana. Wir müssen Romulo ausschalten und dann in sein Gesicht gehen. Ja, ja, ja. Legt euch nicht mit Zorn an. Spüre meinen Stahlschwall. So Leute, ich weiß, wie ich schaffe. Dann ist hier. Ihr wisst nicht, was uns erwartet. Das fügt auch noch allen Charakteren. Bitte kein Spott, bitte kein Spott. Oh, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Leute. Ja, machen das. So, Kampfschrei. Okay. Spüre meinen Stahl. Dich opfern wir. Spüre meinen Stahl. Geht's in ihr Gesicht. Ob es wirklich so klug ist? Sie wird Romulo beschwören. Hoffen wir es einfach mal. Okay. Oh nein. Es ist GG los. Es ist GG, ich habe verloren.
einen Stahlschwein. Alles verloren. Alles für die Cut. Oder gibt es hier eine schöne Cut, die mich retten würde? Shit. Mann, wie dumm stelle ich mich an, ne? Mann, was tue ich bloß? Ich vergeige alles. Aber hier hatte ich gute Chancen. Das gefiel mir schon besser. Okay, ich versuch's nochmal. Mit dem Warlock. Ah, wenn das jetzt nicht klappt, beende ich die Aufnahme. Dann ist es mein erster Versuch, den ihr zum Scheitern verurteilt. Den ihr euch ansehen könnt. Hänge die Disco-Kugel auf. Weil es ist wirklich jetzt interessant. Wie Dykes liegt aus? Ich will ja bloß mit Standard-Decks sozusagen. Eure Seele wird mir gehören. Ich bin zuerst dran, dann nehme ich das so. Weil es ist eigentlich wichtig. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor. Es ist eigentlich wichtig, was wollte ich ja sagen? Es ist eigentlich wichtig für mich, dass ich ihn fertig mache. Keine Magie überhaupt nicht. Zu viel Schaden geht. Es geht jetzt schon, ne? Schon jetzt in dieser Phase kriege ich zu viel Schaden. Ich kriege zu viel Schaden und kann das Spiel nicht können. Lasst uns vorbei. Wir müssen schleunigst Medivh befreien, sonst ist das Fest ruiniert. Was wäre ein Fest ohne ein Schauspiel? Und was wäre ein Schauspiel ohne ein Publikum? Ich sage euch. Ding der Unmöglichkeit. So, einzige Chance. Bord zu leeren. Na, lege ich denn? Nicht genug Mana. Ist deine Karte leider zwei Schaden. Wenn diese zwei Schaden mich umbringen, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, okay. Ihr könnt nicht vorbei. Ein Autogramm? Na gut. Ein Glück, sage ich bloß. Spüre meinen Stahlschwein. So, jetzt beschwört sie ihn. Illidan ist hier. Ihr wisst nicht, was. Okay, dieser Witz kam das zweite Mal auch noch. Noch so, so lala gut an. Milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Ich hab verloren. Schon wieder. Spott, 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 Spott. Ich habe keinen Spott für zwei. Das war's. Kann ich mal mit meinem Paladin die Standardversuche? Ach, ich weiß gar nicht mehr, was in ihm überhaupt drin ist. Und das ist nicht so gut. Man sollte alle seine verfügbaren Decks kennen. Nun, ich scheitere schon daran. Alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, es ist mein dritter. Nee, es ist schon mein dritter Versuch. Okay, ich will meinen Krieger. Ich versuch's mit dem Krieger. Ich wollte Paladin, habe jetzt Krieger genommen. Das ist jetzt interessant. Schaff ich's? Schaff ich's nicht. Fragen über Fragen. Und nur eine Antwort drauf.
Ich schaff's. Wichtig ist, optimistisch zu sein, dann schaffen wir noch alles. Welch Teufel bist du? Sieg oder Tod? Ich wechsle alle Karten aus. Außer die. Doch, ich wechsle beide Karten aus. Ansturm. Ansturm ist gut. Ansturm gefällt mir. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor. Ah, das ist doof. Wieder die... Dann habe ich wieder nicht gedacht. Wieder, er macht dieselbe Taktik. Immer und wieder, Mann. Ihr könnt nicht vorbei. Wieder. Jetzt kommen die ganzen Nuller-Heinis. Die kann ich auch nicht besiegen. Beziehungsweise den Sport mit einer. Kann ich auch nicht besiegen. Weil, ihr wisst ja, 4 mal 5 sind 20. Und 4 mal 8 sind 32. Ja, sind's. Und das, wenn in der 8. Mana-Runde ist, hat er mich fertig gemacht. Und früher habt ihr schon gesehen. Und davor, wie schnell sowas geht. Barnes, lasst uns vorbei. Ja, Barnes, das ist eine Bestrafung bei Blizzard, ja? Wenn man das immer und immer und immer und immer wieder versuchen muss, dann klappt's nicht. Das ist immer so doof. Aber gut, wir versuchen es. Wir haben gerade 16 Leben. 15. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. So, Leute. Wir legen die Karte. Und alles wird sich ändern. Mit einem Spott an meiner Seite ändert sich das ganze Leben. Doch nicht. Tut mir leid, ich nehme alles zurück. Ich mach mal so. Und mal sehen, was er jetzt ausspielt. Weil das ist jetzt. Ihr wisst nicht, was uns erwartet. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Okay, ich sehe schon, wie wir gewinnen können. So, und jetzt muss Romeo und Julia angreifen, oder nicht? So, die Karte muss eigentlich... So, nehme ich den, damit er länger liegt. Ja, das ist... Das ist gar die beste Runde, Mann. Vierter Versuch in der Runde und ich schaff's. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. So, jetzt muss das Romulo weg. Romulo wird weg. Ich mache ihn somit weg. Das war's. Juliana ist fertig. Ja, ist Romeo und Juliet. So. Ruft einen befreundeten Diener herbei, der in diesem Spiel gestorben ist. Ja, geht so. So, wir schauen. Eine Vorschau, ich mache jetzt das Video zu Ende. Da ich extrem lange dafür gebraucht habe. 4 Versuche, wenn ich jetzt mich nicht irre.
Aber alles mit einem Basic Deck, mit einem normalen Standard Deck. Warum hat Großmutter eigentlich so große Zähne? Naja, sie ist alt und älter als die anderen und deswegen hat sie größere Zähne. Das muss man auch auf ihre vorhergegangenen Generationen schauen. Nein, das war Scherz beiseite. Hat auch nicht so gut geklappt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, da oben, irgendwo, ich glaube da, könnt ihr abonnieren. Schreibt in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wie euch das Layout gefällt. Hier, das ist alles ja neu bei der Hearthstone-Sektion von mir. Ich versuche alles hier bei Hearthstone neu zu gestalten. Schreibt Verbesserungsvorschläge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo, wenn wir der große böse Wolf erledigen, mit furchteinflößend als Heldenfähigkeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.